So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Elex 2. Ich habe mich noch gar nicht so richtig eingerichtet. Ups. Wir müssen Zarina hieße, glaube ich, finden. Hier haben wir, glaube ich, die Truhe schon gelootet. Und alles. Und wir könnten Kämpfe in der Arena bestreiten. Ich habe gesagt, was ist zu. Wer war Igor nochmal? Keine Ahnung. Zarina wäre im Norden. Okay. Also quasi der, wo wir hinlaufen gerade. Moment, hier sind wir. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Hier waren wir noch. Ach doch, warte mal, hier ist die Arena. Ein Auftrag. Dann nehme ich an. Ja, Pfeile. Mehr gibt. Okay, ach cool. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachen rentabler gewesen wären. Also, klar, die Muni ist mehr wert. Aber ob wir sie einsetzen und wie viel auch davon dann für uns ist, ist dann noch. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss bald mit Venya sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihren Nutzen angeht. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. So gut wie erledigt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elexit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Uhu. Wo finde ich Venya? Sieh dich in der Nähe der Arena um. Sie kümmert sich dort in letzter Zeit um die Käfige. Sag ihr einfach, dass ich auf die Kreaturen warte. Okay, und? In der Praxis ist mir das nicht möglich. Ich. Achso, ja, ja. Also dann könnte er Lehrmeister sein für Ausdauer. Ah. Und Kampf. Aber wir haben keine FNA-Kampf. Aber wir haben kein Geld, kein gar nichts. Gut. Aber die andere Frau ist auch hier irgendwo. Oder auch nicht. Ja gut. Suchen wir einfach mal. Wenn ja, machen wir die Quest zuerst. Wird wahrscheinlich die Dame hier sein. Sieht besonders aus. Was macht die denn? Ups. Du mieser Dieb! Okay. Ja, ja, Taschendiebstahl, ne? Man kennt's. Bleibt einfach scheiße. Hey. Verzeih, aber ich habe zu tun. Ich muss die Käfige überprüfen. Wir wollen ja nicht, dass die Biester ausbrechen, wenn wir sie erst einmal eingepfercht haben. Och, ist doch lustiger. Erzähl mir von dir. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Zeit habe. Aber wenn du es unbedingt wissen willst... Ich bin Venya, verantwortlich für die Kreaturen. Attila hatte dich erwähnt. Der hat mir noch gefehlt. Will, dass alles beim Alten bleibt, ohne die Zeichen der Zeit zu erkennen. Frag ihn bloß nicht danach, wie es hier früher zuging. Dann hört er gar nicht mehr auf zu reden. Aber eure Devise ist doch Stillstand. Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten ist eine Sache, aber lebend gefangen nehmen etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche.
Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm. Da ist was vorgefallen. Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch. Schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Ja, da, hallo. Die Kreaturenfänger. Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Ja. Du bist kein Morkon. Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen. Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Bin schon unterwegs. Warte. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Wo sind die? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen. Muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. In welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Caracas. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Würde er bitter bereuen, aber ja, okay. Gut, eine Quest führt zur anderen, aber habe ich kein Problem damit. Also da ist der Waffenhändler. Wir müssen jetzt noch irgendwie einen Weg finden, da zur Dings zu kommen. Oh, das war... Ah nein, das war doch die Frau, bei der wir... ich glaube, wir müssen noch für unsere Verbrechen zahlen, kann das sein? Dixon. Was wird er denn überhaupt dafür halten? Was hältst du davon, zu den Klerikern zu wechseln? Habe ich was an den Ohren? Was soll ich? Den Klerikern beitreten? Ja, pack deine Sachen. Das kannst du knicken. Typen wie ich dienen bei denen nur als Zielscheibe. Hast du etwa vergessen, was ich alles auf dem Kerbholz habe? Ich bin Menschenjäger, kein Heiliger. Die erwarten keine weiße Weste. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wird daraus nichts. Wenn ich jetzt die Biege mache, sitzt mir ein Haufen Abwerber im Nacken. Und mit denen im Schlepptau kann ich nicht bei den Klerikern anklopfen. Ich gebe dir Begleitschutz. Das wird nicht reichen. Solange ich bei Gosta als Kämpfer gelistet bin, sitze ich hier fest. Und wo ist das Problem? Dann kämpfst du eben nicht. Wenn ich ihm abspringe, habe ich erst recht ein paar Bluthunde am Arsch kleben. Das musst du mir erklären. Morkons, die bei ihm als Wettkämpfer gelistet sind, gehen einen Pakt ein. Und den kann man nur auf eine Art auflösen, indem man kämpft. Wer sich nachträglich weigert, wird zum Abschuss freigegeben. So einfach ist das.
Okay. Hinweis, ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Warte mal. Also wir hätten hier Fortschritt. Ich will ihn eigentlich schon als Kleriker. Ich breche bald zum Krater auf. Gib mir die Lieferung. Mache ich. Hab das Zeug aber erst morgen zusammen. Da, eine kleine Stütze, damit du mich nicht vergisst. Volumen. Achso, wir haben. Okay, okay. Das war wahrscheinlich die Lieferung an den Kopfgeldjäger. Genau. Na gut, ich verarsche lieber Nero als. Ich habe dich bereits erwartet. Du wirst. Ja. Mir fehlen ein paar Splitter. Scheiße, ich habe nicht genug. Dann werde ich dir einen Du willst. Warum unter. Ah! Ach cool, wir haben wirklich nicht genug und dann ist es okay. Wer bist du? Du unterbrichst mich, um so etwas Unwichtiges zu fragen? Ich erwarte Respekt. Von dir wie von jedem anderen. Ich will, dass du dir eines merkst. Ich bin die Herrin des Blutschreins. Die Zeugin von Ravaks Gnade. Du lebst oder stirbst auf meinen Befehl. Von mir wirst du gerichtet. Vergiss das niemals. Aber jetzt, wo du mich bereits unterbrochen hast, sag mir nochmal, was du wolltest. Ich komme von Khan. Was will der Stumme von mir? Er sagte, ich soll für dich arbeiten. Dass Khan dich schickt, kann nur bedeuten, er sieht irgendetwas in dir. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass er sich persönlich eines Neulings annimmt. Ich könnte dich den Schrein reinigen lassen. Allerdings. Ich mache, was ihr für angemessen haltet. Eine gute Antwort. Aber ich brauche niemanden zum Putzen. Für dich habe ich etwas Wichtigeres. Ich brauche jemand Unbeteiligtes. Jemanden, der nicht an Ravak glaubt. Der mit frischem Blick an die Sache geht. Worum geht es? Wir haben hier in der Grotte einige Elemente, die versuchen, den heiligen Stillstand zu stören. Diese Individuen sind äußerst vorsichtig. Sie würden sich niemals einem Morkon zu erkennen geben. Ratten. Und wie soll ich sie finden? Nimm dieses Amulett. Dies ist ihr Erkennungszeichen. Zeig es herum, aber mach es heimlich. Dann sollten sie hoffentlich auf dich aufmerksam werden. Oh, cool. Wem soll ich es zeigen? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich dich nicht. Versuche es bei Leuten, die viel mitbekommen. Zum Beispiel Dimitri oder Marat am Tor. Gosta oder sein Türsteher hören mit Sicherheit auch viel. Oder befrage mal die Besucher des Kellers. Was sind das für Leute, die ich finden soll? Alles, was du wissen musst, ist, dass sie den Stillstand und unsere Lebensart bedrohen. Woher habt ihr dieses Amulett? Die Torwache Marat hat es unter einem der Tische im Keller gefunden. Du kannst ihn selbst befragen, falls du das für nötig hältst. Okay. Gut, dann haben wir auch wieder verschiedene Sachen zu machen. Ich möchte... Gosta, wenn ja... Ich mach zuerst die Venya-Mission. Und danach die anderen.